Jetzt schauen wir wieder nach Mecklenburg-Vorpommern. Dort haben wir ja diese Konstellation, dass es vier Parteien sich drum streiten, wer jetzt die stärkste wird. Sie haben es gerade gesagt, es gibt die große Koalition zwischen SPD und CDU, wo beide auch ziemlich pari sind. Dann sind die Linke und auch die AfD ziemlich gleich. Wer hat denn noch Chancen, dort einzuziehen? Was ist denn mit der NPD? Die sitzt ja derzeit auch noch im Schweriner Landtag. Die NPD sitzt derzeit tatsächlich noch im Schweriner Landtag, wird jetzt bei Umfragen so bei 3-4% gesehen. Das heißt aber noch nichts, weil man muss bei den Umfragen berücksichtigen, dass sie zum einen bloß ein aktuelles Stimmungsbild sind und zum anderen gibt es da den Begriff in den Sozialwissenschaften der sogenannten sozialen Erwünschtheit. Insbesondere bei Parteien wie der NPD wird derjenige, der für sich vielleicht schon entschieden hat, NPD zu wählen oder zumindest es nicht ganz ausgeschlossen hat, wird er aus Gründen der sozialen Erwünschtheit beim Telefoninterview nicht ins Telefon rufen, er würde jetzt NPD wählen. Also insofern kann es ja sein, dass der Wert der NPD tatsächlich etwas höher ist als in den Umfragen dargestellt. Mhm. Insofern kann man nicht ausschließen, dass die NPD es vielleicht knapp doch nochmal schafft. Ebenso wahrscheinlich ist, dass die NPD es vielleicht knapp nicht schafft. Die Demoskopen liegen immer häufiger daneben. Sie können zwar mit Zahlen spielen, doch nach den Wahlen entpuppt sich das Ganze als falscher Zauber. Die Medien trommeln für die etablierten Parteien und gleisern das öffentliche Meinungsbild mit tendenziösem Kampagnenjournalismus zu. Wenn das Volk aber am 4. September 2016 in die Wahlkabine geht, zeigt es den Demoskopen die lange Nase. Das Ergebnis der SPD in Mecklenburg-Vorpommern ist künstlich um 26% gehoben worden, um den Extremisten keinen Auftrieb zu geben. Die Umfrageindustrie muss aber nicht mal mit Absicht manipulieren, um völlig daneben zu liegen. Früher hatten keltische Eingeweideleser oder römische Aguren die Vögel beim Körnerpicken beobachtet. Die modernen Wahrsager erschaffen hingegen eine Illusion der Gewissheit. Sie tüfteln geschickte Fragen aus, horten ganze Datenberge und entwickeln Algorithmen, wie man das Ganze auswertet. Am Ende kommt aber alles darauf an, ob sich die Leute in die Karten schauen lassen wollen.